Ja, Mira Luna 2023, Sonntag. Ich wollte eigentlich gestern schon am Samstag, leider ist mir das Auto kaputt gegangen. Jetzt konnte ich mir für Sonntag noch eins ausleihen. Bin jetzt gerade hier auf der A7. Denke mal, dass ich so gegen 9 auf dem Festivalgelände sein werde. Werde mir dann das Bändchen holen, noch mal ein bisschen über den Zeltplatz gucken, ein paar Fotos machen. Ja, und dann sehen, dass ich gleich um 10 reinkomme, Wasser fassen. Dann hält ja die Lydia Bennecke einen Vortrag im Hänger. Den werde ich mir gleich mal ein bisschen anhören. Gucken, wie er ist. Aber wahrscheinlich dann auf die Hauptbühne gehen, dass ich da noch recht weit vorne hinkomme. Na, morgens kurz nach 9 vor dem Mira Luna. Nicht viel los. So, Bändchen gab's. Jetzt noch mal sehen, dass wir die Kamera mit reinkriegen. Das ist sicher auch kein Problem. Es sind tatsächlich einige andere auch noch auf die Idee gekommen, hier hinzugehen. Direkt nach dem Einlass und schon fast voll. Schädigte Zelte könnt ihr auch bei den Müllinseln oder Recycling-Stationen. Wir gemeinsam für ein grünes Festival.